Ich bin heute im Gespräch mit Gabriela Linder. Sie ist Bewusstseinsschmiedin in Thun. Hallo Gabriela. Hallo Sascha. Ciao. Bewusstseinsschmiedin, das ist ein unglaublich schöner Begriff, aber erzähl uns doch selber, wer bist du und was machst du als Bewusstseinsschmiedin? Ja, Sascha, das ist wirklich meine Leidenschaft. Also ich konnte meine Leidenschaft wirklich zum Beruf machen. Und angefangen habe ich aber als Therapeutin für Körperarbeit. Und ich wollte eigentlich nie etwas zu tun haben mit Menschen, die persönliche Herausforderungen haben. Mhm. Weil ich selber in etwas schwierigen Familienverhältnissen aufgewachsen bin. Und dann hatte ich einfach zuerst mal das Gefühl, hey Leute, mit mir nicht mehr. Ich will jetzt einfach ein bisschen den Menschen Wellness geben und gut. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Also nach 2, 3 Monaten, wo ich die Praxis eröffnet habe, sind dann die Menschen trotzdem gekommen mit ihren Herausforderungen. Ich habe gemerkt, ja, kann ich jetzt nicht länger umgehen und habe mich dann wirklich so auch umgeschult, ausgebildet, natürlich selber mit mir gearbeitet. Und irgendwann kam dann dieser Begriff, ja, was bin ich denn eigentlich? Was mache ich mit den Menschen? Und ich habe gesehen, ich kann den Menschen auf ganz einfache Art, sage jetzt spirituelle Konzepte oder erklären oder auch ihnen erklären, wie es funktioniert, wenn sie mit ihrem Kopf vielleicht mehr Entscheidungen treffen, anstatt wirklich mit ihrer Seele, mit ihrem Herz, mit ihrer Leidenschaft. Ich kann ihnen ganz gut aufzeigen, was passiert. Und dann habe ich für mich selber eine Meditation gemacht, und zwar ein Treffen mit meinen Ahnen, sage ich mal. Und kam wirklich meine Urgroßmutter, die hat war dann im Zweiten Weltkrieg in Österreich ihre Schmiede geleitet. Die Männer waren ja da im Krieg. Und dann habe ich gedacht, ja, wieso kommt jetzt die? Und dann war mir auf einmal klar, wir machen ja heute nicht mehr diese schwere Körperarbeit, aber trotzdem, wir schmieden ja etwas. Ich schmiede das Bewusstsein. Und so war dann der Name geboren. Okay, Bewusstseinsschmieden, also quasi wirklich aus deiner tiefen Vergangenheit eine Assoziation. Das ist ganz spannend. Und du hast gesagt, ein Ahnentreffen habt ihr in der Meditation gemacht. Ja, es geht ja darum, dass wir aus diesen neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen der Epigenetik auch wirklich so Gefühle wie sagt man, Talente auch vererbt bekommen. Also der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Manchmal denkt man, ja nein, ich bin total anders als meine Eltern. Aber manchmal ist es einfach der Kern, also diese wirklich die Urform bleibt wie dieselbe. Aber selbstverständlich heute adaptieren wir das ganz anders in unserem Wenn für unsere Zuhörer, also ein Ahnentreffen, wie kann man sich das vorstellen? Wir wollen ja heute auch im Gespräch mit dir so ein bisschen hinter die Kulissen auch schauen deiner Arbeit. Und eben viele Leute sind ja in der Spiritualität zum Teil noch so ein Buch mit 7 Siegeln, was es ja nicht ist. Und auch irgendwo gespürt in unseren Gesprächen. Und wir wollen ja heute auch den Menschen, eben, die halt noch nicht so viel mit dem Thema zu tun hatten, so einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Und gehen wir doch gleich mal so zum Thema Ahnentreffen. Wie kann man sich das vorstellen? So einfach. Ja, vielleicht als kleine Einführung, wenn ich dir jetzt sagen würde, Sascha, hol dir mal eine Erinnerung aus dem letzten schönen Urlaub. Dann hast du ja wie das Gefühl oder du merkst so wie, es steigen Erinnerungen und Gefühle an diesen Urlaub hoch. Und du merkst dann, jetzt bin ich an diesem Ort und du hörst vielleicht noch, wie das Meer rauscht. Du weißt genau, in welchem Restaurant ihr gegessen habt. Und dann merkst du so diese Details, die hochkommen. Du merkst die Gefühle, die hochkommen. Und es ist dann ein bisschen, wie man wieder dort ist, gell? Und das so von der Empfindung her ist es dasselbe, wenn ich dich anleite in einer geführten Meditation, in einer Bildmeditation. Und da kann ich dich zum Beispiel anleiten, hey Sascha, lass mal einen Ort in dir aufsteigen, wo du dich total wohlfühlst, wo du
gerne bist, wo du dich relaxed fühlst, wo du auch das Gefühl hast, da bin ich beschützt und behütet, einfach total für dich stimmig. Und das ist dann die Meditation an den Lieblingsplatz, sagt man dem. Und dann kannst du innerlich einfach sagen, okay, ich lade jetzt die Person ein von deiner Ahnenreihe, die sich heute zeigt, um dir eine wichtige Botschaft zu übermitteln. Und indem du das eingibst als Absicht, kommt nachher auch wieder, wie ähnlich wie eine Erinnerung an den Urlaub, steigt in dir das Bild hoch von einer Ahnin, eines Ahnen, und du kannst dann nachher wirklich so Fragen stellen. Natürlich würde ich dir jetzt helfen, Sascha, frag mal, warum kommt gerade die Person? Mhm. Dann bekommst du eine Antwort. Und zwar kommt die Antwort immer auf die Weise, die genau du verstehst. Ich kann dir nachher wie helfen, die Antwort oder Botschaft zu entschlüsseln, aber es muss nicht unbedingt sein, dass ich das für mich verstehe, sondern du verstehst es dann. Es kommen immer Botschaften. Ich bin dann so in einem hypnotischen Zustand, in dem du mich da hilfst. Du arbeitest auch mit Hypnose, habe ich gesehen. Wir haben uns ja über das Hypnose-Thema kennengelernt in einer Austauschgruppe. Genau. Eben, da arbeitest du mit Hypnose, Meditation, das liegt ja nahe beieinander. Und führst du mich oder eben deine Klientinnen und Klienten dann an diesen, sag ich jetzt mal, schönen, sicheren Ort, wo ich vermutlich einfach auch loslassen kann. Und dann, okay, dann rufe ich einen Ahnen oder eine Ahnin, die zu diesem Thema dann irgendwo eine Antwort hätte. Genau, okay. Ja, genau. Und was machst du so für Erfahrungen mit deinen Klientinnen und Klienten allgemein, wenn es in diese Themen geht? Sind die immer offen, sagen, ah toll, das wollte ich schon immer machen, oder brauchst du da manchmal auch ein bisschen Überzeugungsarbeit? Nein, also Überzeugungsarbeit möchte ich eigentlich nicht leisten, weil ich bin einfach da mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Angeboten. Wer das möchte, kommt zu mir und dann setze ich quasi ein bisschen voraus, dass die Person offen ist. Also manchmal klären wir, ich mache auch immer ein Vorgespräch, ein Infogespräch und sage, bist du bereit, dich darauf einzulassen, etwas Neues zu entdecken? Und ich bin immer wieder erstaunt, wie die Leute wirklich offen sind und es klappt auch. Also irgendwie, man hat mir auch schon gesagt, du hast etwas, was man gar nicht... man kann gar nicht an diese eigene Weisheit nicht andocken. Irgendwie, weißt du, weil es für mich wahrscheinlich so selbstverständlich ist, ist auch kein Zweifel von meiner Seite. Und das gibt dann auch das Vertrauen für die Leute, sich wirklich dafür hinführen zu lassen. Ja. Also die kommen ja eben bestimmt auch schon aus Überzeugung oder aufgrund einer Empfehlung und so weiter, wo man dich kennt. Ja. Du hast ja auch eine große... Reichweite auf Social Media habe ich gesehen, also da kennt man dich in dem Sinne schon auch, wenn man sich ein bisschen in das Thema interessiert. Wer kommt dann, wer ist das, die Klientin oder der Klientin, der zu dir kommt, oder auch vielleicht anders gesagt, was für ein Thema oder was für eine Situation in meinem Leben habe ich, dass ich mir sage, jetzt gehe ich zu Gabriela Linder, zur Bewusstseinsschmiedin, die wird mich einen großen Schritt weiterbringen. Was ist der Kopf? Ja, viele Menschen wissen oder spüren, dass sie sehr verkopft sind und dass sie da nicht weiterkommen. Sehr viele Menschen kommen fehlendes Selbstbewusstsein, Unsicherheit und natürlich auch Beziehungen. Das ist auch immer wieder ein Thema. Mhm. Berufung ist ab und zu ein Thema, nimmt jetzt gerade im Moment wieder ein bisschen zu. Ist immer spannend, gell? Wie das so saisonweise quasi geht. Ich glaube so, mein super stärkstes Gebiet ist wirklich Beziehungen. Beziehung zu sich selber, Beziehung zu in Partnerschaft, Beziehung zu Mitarbeitern. Also wirklich da, dass sie das mal, dieses Feld mal klären können und so in diese Selbstverantwortung kommen und auch checken, wie das eigentlich abläuft. Ja. Okay. Und was sind das für Menschen, jetzt mal demografisch gesehen? Kommt da alles, also vom CEO bis zur Hilfskraft, sage ich jetzt mal? Oder
Hast du da so eine bestimmte Richtung von Menschen, die zu dir kommen? Ja, ich habe tatsächlich von ganz Jungen, meine jüngste Klientin, die ist jetzt im Moment 17, und auch zu etwas älteren Menschen, die sind vielleicht so zwischen 60 und 65, ja, genau. Und auch von der Berufsgattung, also es hat Menschen, die arbeiten zum Beispiel in einem Haushalt, also weißt du, so Dienstleistung, Spitex oder so. Es gibt aber auch CEOs, die irgendwie in China arbeiten, oder eben so IT-Spezialisten. Dann gibt es auch Mütter natürlich, die kommen, oder Väter. Also es ist wirklich sehr gemischt, ja. Also es ist alles dabei. Also da brauche ich mir keine Gedanken machen, ob ich irgendwo in dein Kundenbild passe. Grundsätzlich passt jeder Mensch, der offen ist und möchte mit dir gemeinsam etwas zu positiv verändern, bei dir willkommen und kommt ja auch. Also wenn du sagst, eben die ganzen, auch die Berufsmenschen und so weiter. Wie arbeitest du? Du hast es vorhin schon erzählt, eben dem Namen treffen, wie arbeitest du sonst? Hast du eine konkrete Geschichte oder einen Fall, dass ich jetzt, wo, wenn jemand zuhört, noch immer ein bisschen, ja, sich das vielleicht noch nicht ganz vorstellen kann, wie läuft das in dem Sinne ab, anhand eines Beispiels? Was würde dich vor allem interessieren? Also welche Art von Beispiel? Genau, das bleiben wir vielleicht das, was uns auch ja verbindet, kurze Klammer. Für mich ist immer ganz wichtig, dass ich in meinem Umfeld auch Menschen kenne, zu denen ich meine Klientinnen und Klienten auch den Kontakt herstellen kann, die etwas anbieten, die vielleicht auf eine Art und Weise helfen, die ich jetzt zum Beispiel nicht abdecke. Das ist ja bei dir genau das Thema mit dem Bewusstseinsschmieden und so weiter. Und zu mir kommen ja oft Klientinnen und Klienten, die suchen eine Neuorientierung. Also die sind seit ein paar Jahren im Geschäft, das ist eine typische Generation X, Ende 30 bis Mitte 50. Und jetzt ist der Moment, wo du sagst, so und jetzt. Jetzt war ich so ein paar Jahre auf der Bank oder auf einer Versicherung oder selbstständig. Was gibt es denn noch? Da arbeite ich auch mit einem klaren Prozess. Aber oftmals spürt man ja, vielleicht könnte mal so eine Sitzung oder ein Kontakt zu dir interessant sein, um eben auch noch mehr in die Tiefe zu schauen. Also nehmen wir einen Menschen Ende 30 bis Mitte 40, der oder die sich sagt, okay, im Thema Berufung, mache jetzt 5, 6 oder 7 Jahren den Job, und weiß, da ist irgendwo noch was, aber ich finde es nicht heraus. Ja, genau. Genau, dann würde ich ihn ich würde so mit der Person arbeiten, dass wir ein Vorgespräch haben, dann kommt sie zu mir, und dann nehme ich immer direkt Situationen aus dem Alltag. Also wirklich, was war vielleicht in den vergangenen Wochen, Tagen wirklich so der Peak, weißt du, also dieser Peak von Emotionen, was wirklich total am Boden zerstört, oder Trauer oder was auch immer hochkommt. Ich nehme den Peak und dann gehen wir mit diesem Thema rein und schauen, was sich zeigt. Ich arbeite ja sehr oft mit dieser Seelenhausmethode, und die Seelenhausmethode, das lässt man ein Haus in sich aufsteigen, wo nachher wirklich abgebildet ist, was sind denn so die Themen. Also wenn wir jetzt ein Beziehungs- oder ein Berufungsthema, hast du gesagt, gell, das wäre zum Beispiel, dann gehen wir wirklich ins Arbeitszimmer schauen, was ist denn in dem Arbeitszimmer los? Und dann siehst du vielleicht, letztes Mal mit einem Menschen aus dem Marketingbereich, da war wirklich sein Pult war gestapelt hoch, die Wände und die Atmosphäre trist, es war aber auch schon zu sehen, dass da ein bequemes Sofa war, Stühle, ein Tisch, wo man sich unterhalten konnte. Es waren viele Bücher in diesem Raum. Das Bücher in einem bestimmten Raum deutet immer auf mitgebrachtes Wissen mit. Mhm. Und dann war schon klar, okay, wir müssen schauen, dass die Person diese Stapel abbauen kann. Was kann man tun? Und dann war natürlich auch interessant, wieso ist denn jetzt schon dieses Sofa und diese Stühle da?
dann hat er gesagt, es kommen immer viele Menschen in das Arbeitszimmer und gehen wieder, es sei so eine Drehscheibe. Schlussendlich hat er sich auch entschieden, den Weg des Coach zu gehen. Er hat dann nachher auch eine Ausbildung gemacht als Coach, weil wir herausgearbeitet haben, dass diese Sessel haben eigentlich schon auf diese Tätigkeit hingezielt. Mhm. Er hat aber trotzdem seinen Marketing-Job behalten, mhm, und ist jetzt so in einer verantwortungsvolleren Position. Das heißt, er ist so diese Drehscheibe, das hat man gesehen mit den Leuten, die kommen, die gehen. Er gibt Auskunft und so weiter. Also finde ich ganz spannend, was da ablesbar ist. Also du hast dich dann, anstelle eines wunderschönen Ferienortes an seinen Arbeitsplatz geführt in der Meditation, in der Trance. Und dann kamen da Impulse, die ihm den Weg gewiesen haben? Oder waren es deine Fragen, die dann zu den Antworten geführt haben? Mhm. Also die erste Frage ist immer, wie fühlt es sich an in diesem Arbeitszimmer zum Beispiel? Das war sein wirkliches Arbeitszimmer, also wo er, oder hat er sich das vorgestellt? Mhm. Das ist auch wieder, betritt das Arbeitszimmer, das sich dir zeigt jetzt. Also man gibt wirklich ein, die Absicht, wir wollen mehr wissen über deine Arbeitssituation. Mhm. Und dann zeigt die Seele auch wieder ein Bild von diesem Arbeitszimmer. Mhm. Und wichtig ist auch immer, die Seele macht keine Dekoration. Mhm. Also das heißt, jedes Möbelstück, alle Bilder, alles was da ist, hat eine Botschaft. Und wenn man das Arbeitszimmer betritt, ist immer die erste Frage, was ist der erste Fühlimpuls? Weil wir wollen wirklich auf das Herz, auf die Leidenschaft, auf das Gefühl zielen. Mhm. Und dann, was macht das mit dir? Was tut es mit dir? Und wenn jemand dieses Arbeitszimmer betritt und schon diese Stapel natürlich sieht, macht das meistens Stress, gell? Hörst du mich jetzt noch gut? Ja, ja. Ah, gut, super. Hat es eine Rückkopplung gegeben? Nein, der Nachbar hat gerade den Rasenmäher angeworfen. Ihr seht, das ist alles nicht inszeniert, da gibt es Rasenmäher, bei mir pfeifen die Vögel. Also, wer zuhört, weiß, dass das spontan. Genau, okay. Und das ist wahrscheinlich eine Aufforderung an mich, mich trotzdem zu konzentrieren und bei mir zu sein. Auch gut. Ja, genau. Also, und wenn jetzt, dann merkt man schon, jetzt kommt Stress auf, oder? Dann die nächste Frage, was braucht es denn, um diese Stressfunktion zu lindern? Man arbeitet auch viel mit inneren Helfern, mit inneren Botschaften, die helfen, neue Lösungen zu suchen. Dann auch so, ja, was macht denn das Sofa und diese anderen Sessel und das Tischchen? Hast du eine Idee, wie fühlt sich das an? Und dann kommen wieder die nächsten Botschaften und Schritte. Und dann merkt man auch den Unterschied zu seiner jetzigen Arbeitssituation und was eigentlich die Seele möchte. Mhm. Und dann kann man sagen, okay, das ist jetzt die Vision, da wollen wir hin. Ja. Was ist der nächste konkrete Schritt dahin? Also das heißt nicht, dass das Leben nachher innerhalb 24 Stunden von 0 auf 180 gedreht wird, sondern was ist der nächste, kleinste mögliche Schritt in diese Vision. Und wie lange dauert eine Sitzung, eine Initialsitzung bei dir? Ich mache höchstens 90 Minuten. 90 Minuten. Und wie oft komme ich dann? Jetzt, eben die erste Sitzung, das ist ja so, sage ich jetzt mal im positiven Sinne, die Auslegeordnung, eben was brauche ich, welche Schritte brauche ich und so weiter. Mache ich dann alleine weiter oder geht es dann mit dir gemeinsam an der Seitenlinie weiter, bis das Ziel erreicht ist, gefühlt erreicht ist? Ja, ich habe am liebsten, wenn die Menschen so zwischen 5 und 10 Mal kommen, dann kann man wirklich so einen guten Dreh machen. So 1-2 Mal habe ich nicht so gern, ehrlich gesagt, dann bringt man viel hoch, man reißt Packungen auf, aber die Veränderung, ich weiß nicht, wie es du hast, aber es braucht dann doch immer ein bisschen Disziplin, auch das Energielevel hochhalten, damit die Leute wirklich dranbleiben und auch spüren, hey, sie sind nicht allein. Und ich habe auch immer so Pakete, wo, weißt du, E-Mail-Support inbegriffen ist, dass wenn sie mal eine Frage haben, nicht so hängen alleine.
Also dann kann ich bei dir ein Paket buchen, wo du dann wirklich dann, bis die Veränderung auch wirklich nachhaltig eintritt oder auch verankert ist, dann auch funktioniert. Ja. Thema Selbstbewusstsein hast du vorhin noch angesprochen. Ist auch immer ein Thema, das so viele Menschen ja auch betrifft und mit den bekannten Glaubenssätzen, andere sind besser, ich bin nicht gut genug und. Und da triffst du ja auch den Nerv. Wie geht es hier? Wie kann ich bei dir mein Selbstbewusstsein, meine Blockaden lösen, auflösen oder vielleicht sogar umkehren? Ja, genau, das ist mein Liebstes, einfach der Perspektivenwechsel. Ja. Wenn wir jetzt auch wieder mit dem Seelenhaus arbeiten, da entspricht vor allem der Eingang und dem Gefühl von, wie willkommen bin ich im Leben. Mhm. Also wenn da Menschen Eingangsbereiche vorfinden, die sehr düster sind, dunkel sind, unbelebt sind, da weißt du eigentlich gerade schon, was los ist. Mhm. Das heißt, man arbeitet mit dem inneren Architekten, man holt einen inneren Architekten hinzu und bittet den wirklich, den Eingangsbereich so umzugestalten, dass man sich wohlfühlt. Das mag wiederum sehr einfach klingen, aber es funktioniert wirklich. Man erhält dann einen neuen Eingangsbereich, meistens eben hell, schön, gemütlich eingerichtet. Es hat auch wieder Gegenstände, mit denen man sich wohlfühlt. Und wenn man dann wirklich so mindestens 3 Wochen, das kennst du ja bestimmt auch von diesen neuen Synapsenbildungen, immer wieder sich mit diesem Eingangsbereich verbindet, mit diesen Qualitäten verbindet, also mit vielleicht gemütlich, relaxed, eben dieses Willkommensein, dann kann sich das im Körper festigen. Wir lehren das dem Körper, inklusive dem Gefühl für das Körpergefühl. Und dann, wie innen so außen, manifestiert sich das auch im Außen. Mhm. Bei hartnäckigen Themen, da haben wir den Keller. Das ist auch immer ganz spannend. Also Kellergeschichten. Da öffnet man die Tür zum Kellerraum und schaut, welche Gegenstände da im Keller sich befinden. Und mit dem Gegenstand im Keller öffnet sich da meistens auch eine Geschichte. Viele, die zum Beispiel Hypnosetherapie mit vergangenen Leben machen oder so, sagen, es ist dann wirklich das, was passiert ist. Das unterscheidet jetzt sehr von meiner Arbeit. Ich sage einfach, die Seele zeigt eine Geschichte, damit genau du sie verstehst. Was passiert? Welche Themen sind angelegt in deinem Unterbewusstsein? Einfach, dass du den Sinn verstehst und es auflösen kann. Und dann kann ich mit dieser Vergangenheit oder mit dieser Prägung dann halt auch wirklich dauerhaft abschließen. Ja, genau. Soll ich dir ein Beispiel erzählen, oder? Ja, gerne, ja, wenn du eins hast. Hast du ja bestimmt. Eine Kundin, die war irgendwie nie, auch wieder so dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug, es reicht nicht und so weiter. Dann habe ich mit ihr auch eine Kellermeditation gemacht und als sie die Tür geöffnet hat zum Keller, war nichts drin. Nichts, okay. Und dann, genau. Und dann hast du die Möglichkeit zu fragen, ja, was macht dieses Nichts mit dir? Und dann so, ja, eigentlich möchte ich auch was drin haben im Keller. Und dann hat sie einen Zwerg gefunden, hat sie gesagt, ja, habe ich gefragt, was möchtest du denn reintun? Hat sie gesagt, einen Zwerg. Mhm. Und dann sind wir in die Geschichte des Zwerges eingetaucht. Und schlussendlich war es, das Fazit war, die verbindet sich immer mit der Kleinlichkeit, also immer klein bleiben, das ist so ihr Ding. Also immer Dinge suchen, um sich selber klein zu machen, klein zu halten, damit man auch was zu erzählen hat. Also es ging gar nicht darum, dass sie nicht gut genug war oder so, sondern dass sie auch mit den anderen Menschen, die zu wenig Selbstbewusstsein haben, dass sie das Gemeinschaftsgefühl bekommt, dass sie dazugehört. Also sie wollte unbedingt was reintun, obwohl eigentlich gar nichts da war, weil sie dazugehören wollte. Und so sind nachher die Geschichten. Wie habt ihr denn das aufgelöst?
Also sehr viel einfach durch die Erkenntnisse. Wir hatten, wir sind dann dieser Zwergengeschichte nachgegangen. Sie hat gesagt, sie sei ein Mann, der eben an diesem Stammtisch nichts zu erzählen hat. Und jetzt mit diesem Zwerg hat er eben auch was zu erzählen, nämlich dieser Mann, den sie da in der Geschichte gesehen hat, der hat den Zwerg nach Hause genommen, weil ja für den Zwerg alles zu groß war, musste alles kleiner gebaut werden, das Haus musste angepasst werden, dann haben sich die Kinder und die Frau nicht mehr wohlgefühlt, die Kinder und die Frau sind ausgezogen, weil jetzt dieser Zwerg da war und er sich nur noch um den gekümmert hat, die dadurch die Arbeit verloren hat und so weiter. Also sich verbrüdern mit dieser Kleinlichkeit, verbrüdern mit dem nicht gut genug sein, nur damit man mit den anderen mitreden kann, auch ein Problem haben kann, in der Gemeinschaft sich wohlfühlt, weil ja alle anderen auch Themen haben, war nachher das, was das Problem auch sich in der Familie zeigte oder in der Arbeit. Also sich selber klein und schlecht machen, nur dass man auch ein Problem hat. Ich kann mir vorstellen, das Thema, es ging ja früher auch so, eben Spiritualität, gerade wenn man so in einer eher rationalen Welt aufwächst. Ich habe ja Bankvergangenheit, habe dann auch ins Marketing gewechselt und jetzt ins Coaching, wer meine Geschichte kennt. Aber eben gerade Menschen, die so aus irgendwo so der rationalen Seite kommen, die begegnen vermutlich der Spiritualität oder auch deinem Schaffen, was du ja machst, tief in der Seele drin, vermutlich mit einer gewissen Skepsis. A, wie gehst du damit um? Und B, was möchtest du diesen Menschen sagen? Du, für mich ist das eigentlich wie gehe ich mit dem um? Weißt du, ich gehe wie gar nicht mit dem um, weil es sich nicht so zeigt. Also zu mir kommen wirklich sehr viele Leute, die sich interessieren, einfach so. Und die anderen Menschen, ich weiß nicht, ich mache einfach sehr... Das liegt mir irgendwie von Natur aus, weißt du, so die Beziehung herstellen mit den Menschen. Und ich bekomme auch immer wieder das Feedback, bei mir fühlt man sich mit den Sonnen- und den Schattenseiten wohl. Und ich glaube, wenn ich jemandem, egal wie rational die Person drauf ist, wenn ich der begegne, dann spürt sie wie, hey, du bist einfach willkommen, wie du bist. Und deshalb öffnen sich die dann trotzdem. Und ich habe halt auch nicht so ein Hierarchie-Denken. Also weißt du, ich habe keine Angst vor Menschen, die jetzt da einen mega super Job und viel Verantwortung, da erstarre ich nicht vor Angst. Also ich sehe den Menschen immer in die Augen und sehe den Kern. Und ich glaube, das löst in ihnen was aus, was sie öffnet und dann auch mal eine Möglichkeit haben zuzuhören oder neue Denkensweisen zu experimentieren, ja, genau. Hat eben zu sehen, dass es da noch andere Kräfte gibt, im positiven Sinne, die sich vielleicht auch mal lohnt zu entdecken, so neben all den neben rationalen Fakten und Zahlen, Daten und so weiter. Also da braucht man eigentlich gar nicht viel, als einfach sich mal selbst zu sagen, okay, gerade wenn ich in ein Thema, ein Engpass drin bin, den ich ja jetzt schon lange irgendwo verspüre und bis jetzt noch nichts wirklich nachhaltig irgendetwas was gebracht hat, all die 1000 Bücher und die 1000 Ratgeber und dann was ich sonst noch, dann könnte es doch jetzt wirklich sein, dass irgendwo mit meiner Seele etwas zu machen ist. Dann wendet man sich dann eben am besten bei dir und ist auch gut aufgehoben, nämlich als Mensch und nicht eben als CEO oder als Hilfskraft, sondern einfach als der Mensch, den man ist. Ja, das finde ich ganz schön. Ich glaube, das ist ja auch das, was gerade in höher gestellten Positionen vermutlich auch zwischendurch mal wieder brauchen, dass sie eben nur der Mensch sind. Und ja. CFO oder was auch immer. Das kriegt man bei dir auch. Ja, also ich habe ganz einfach, meine Mutter war eine super Köchin und alle hatten immer Angst, sie einzuladen, weil sie ja so gut kocht. Und sie hat immer gesagt, weißt du, mir ist das egal, Hauptsache ich kann mal hinsetzen und auch mal genießen. Und um das geht es ja, wir sind Fachpersonen auf unserem Bereich, andere sind Fachpersonen auf ihrem, eben vielleicht im Finanzsektor oder Organisationssektorbereich und keiner ist weniger, wir sind alle super einfach in unserem Fach
Und was ich auch noch sagen möchte, ist, das hat so ein bisschen die Tendenz von diesem Spirituellen, dass man nachher alles, was mit Finanzen, Organisation und bla 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 zu tun hat, irgendwie schlecht macht. Und das ist ja auch nicht richtig. Wir brauchen ja diese tollen Führungskräfte in diesen Branchen, die wirklich auch bereit sind, eine Firma so zu leiten, diese Verantwortung zu nehmen. Was sie einfach haben dürfen, ist diese Verbindung natürlich zu ihrem, man könnte auch sagen, Instinkt, oder? Das sind ja dann die besten Führungskräfte. Also, dass man wirklich alles zusammenbringt und nicht einfach sagt, hey, der ist jetzt total kopflastig, das bringt eh nichts. Nein, das ist vielleicht seine Stärke und das ist vielleicht genau sein Seelenauftrag, wirklich verantwortungsvoll diese großen Firmen auch zu führen. Und dann ist er genau am richtigen Ort. Mhm. Das finde ich extrem schön und unterstreicht eben auch deine wirkliche Glaubwürdigkeit, dass du auf der einen Seite sagst, ich starre jetzt nicht, wenn der große CEO kommt, aber sondern ist ein Mensch für mich, aber ich begegne dem auch nicht mit Vorurteilen, eben so reicher Abzocker und so weiter, sondern auch da ist er einfach der Mensch mit dem, was er erreicht hat, was er gemacht hat. Das hast du jetzt eben gerade für mich wunderschön unterstrichen auch, dass du wirklich neutral in die Sache reingehst. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, mit Gabriela Linder, da möchte ich mich einmal vernetzen, dann gibt es ja eine Webseite, ich dann in den Shownotes unten auch noch aufführen. Und ich habe gesehen, du gibst auch Seminare, das ist korrekt, gell? Ja, genau. Also ein Seminar ist auch ein toller Einstieg, zum erstens mich und meine Arbeit kennenzulernen, aber auch mal für sich selber so in einem guten Rahmen einfach zu testen, fühle ich mich überhaupt wohl mit dieser Thematik. Mhm. Ganz gut, wenn, weißt du, Seminare finde ich immer so, es gibt einfach gewisse Grundregeln, Grundwissen, was man wirklich sehr gut in der Gruppe vermitteln kann. Und dann kann man nämlich direkt dann wieder einsteigen in 1:1 und vertiefen und persönlich individuell da arbeiten. Also es gibt diese zwei Möglichkeiten, über das Seminar oder man kann auch einfach mir eine E-Mail schreiben und dann vereinbaren wir ein Informationsgespräch. Und dann spürt man auch, ob man zusammenpasst. Und dann, also in das Seminar, gib mir Einblick in dein Schaffen, in dein Arbeiten. Ich kann auch da mit meinem Thema in dein Seminar kommen und wenn ich da sehe, okay, das gab mir jetzt wirklich sehr positiven Anstoß, kann ich für mich mit dem Gelernten, nehme ich jetzt mal an, auch was du da mitgibst, an mir arbeiten. Oder dann sagen, nee, mit Gabriela, da habe ich noch ein paar Themen mehr. Dann geht es in 1:1 auch dann weiter. Ja, genau. Ja. Und nächstes Jahr geht es nach Hawaii, habe ich gesehen. Erzähl da ein bisschen was davon. Ja, ich gehe jetzt schon Ende Juli dann das erste Mal nach Hawaii. Ich schaue dann die Häuser an, ich schaue die Buchten an, ich mache da das Seminar, beziehungsweise auch wieder Beziehung zu mir, zu meiner Umwelt, zu meinen Arbeitskollegen oder Partnerschaft, zusammen mit einem sehr erfahrenen Hawaii-Kenner, der macht schon seit über 10 Jahren diese Reisen. Also wir schwimmen mit den Delfinen, wir machen Vulkanwanderung, wir besuchen Tempel und eben wir jagen nicht die Delfine, sondern wir gehen in die Bucht schwimmen und es hat da 3 schöne Buchten und die Delfine kommen wirklich rein zum Schwimmen. Also ganz besonders. Und jetzt im Juli gehe ich alles angucken, abklären und nächstes Jahr im März für die Teilnehmer. Ja. Wie viele Plätze gibt es denn? Im März. Ich möchte es klein halten, also 12 Maximum. Ja. 12 Plätze. Ja. Also, wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und sich wirklich interessiert mal über Themen, die ihn oder sie schon länger oder Themen, die dich schon länger beschäftigen, mal mehr noch in die Tiefe zu gehen, bist du bestimmt sehr, sehr gut aufgehoben bei Gabriela. Du hast jetzt gehört, wie Gabriela arbeitet und auch wer zu Gabriela kommt und welche Themen sie abdeckt. Gabriela, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, uns auch Einblick in dein Schaffen zu geben. Was gibst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch für eine Botschaft mit? Was liegt dir am Herzen?
Also ganz besonders am Herzen liegt mir einfach, den Menschen zu sagen, es ist einfach. Also man muss kein Meditationsguru sein, man muss kein Medium sein, man muss kein, weiß auch nicht was sein, es ist einfach. Wir haben schon mal darüber gesprochen, es ist einfach, wie du 40 Jahre in derselben Stadt schon wohnst und auf einmal entdeckst, ah, da gibt es ja noch neue Wege zu diesem oder diesem Platz. Es gibt noch neue Straßen, die haben mich noch gar nicht gesehen. Also es ist einfach so, dass ich dir zeige, hey, schau, da gibt es noch eine andere Straße. Dann gehst du die mal mit mir und dann wiederholst du mal den Weg und dann merkst du, ah ja, da ist ja ein neuer Zugang. Und es ist einfach. Und alles, was ihr gehört, gesehen, gelesen habt über diese jahrhundertelange alles gehütetes Geheimnis, bla 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 bla. Nein, es ist einfach. Es ist einfach und so soll es ja auch in der eher komplexeren und immer komplexer werdenden Welt auch sein, dass man bei dir auch Einfachheit und auch klare Erkenntnisse gewinnt. Ganz herzlichen Dank, Gabriela. Ich bin sicher, wir werden weiterhin in Kontakt bleiben und sehen. Und auf jeden Fall werde ich dann gerne auch Klientinnen und Klienten, die in diesem Thema mal mehr und in der Tiefe erfahren möchten, sehr, sehr gerne deine Koordinaten geben. Wer sich für das Schaffen und Arbeiten von Gabriela interessiert, in den Shownotes sind alle Links drin. Und einfach ausprobieren. Vielen Dank, Gabriela. Alles Gute und bis bald. Herzlichen Dank dir, Sascha. Auch bis bald. Gerne. Tschüss.